himmlische Botschaft zum zweiten Advent am 4.12.2022. Der Portaltag am 7. strahlt schon rein und auch der Vollmond im Zwilling wirkt mit seiner kommunikativen Energie. Und hier die Botschaft zum zweiten Advent, Clarissa M. Seite, Lichtwegimpulse Atlantis, ganzes Video dort einsehen und hören, genießen, liken, abonnieren, kommentieren. So, der heilige Gral. Ich öffne mich und empfange. Der heilige Gral, du bist das Wunder und das Mysterium dieser Welt. Auf ihrer Reise nach Frankreich hütete Maria Magdalena einen äußerst kostbaren Gegenstand. Es war angeblich jener Kelch, der beim letzten Abendmahl benutzt wurde. Es war der Kelch, der als Heiliger Gral bekannt ist. Dieser Kelch stand für die Schöpferkraft, das empfangende Prinzip für die Lebenserneuerung, den mystischen Einweihungsweg. Später stand er symbolisch für die Glaubensgemeinschaft der Christen und galt als eine Insignie der echten Nachfolge Christi. Der Kelch, das weibliche empfangende Prinzip, steht für die Liebe, das Mischen und das Teilen des Blutes, für die Schöpferkraft und die Verbundenheit. Wem würdest du den Kelch reichen? Mit wem möchtest du deine Liebe teilen? Betrachte deinen Kelch im Inneren. Wie sieht er aus? Hat er Löcher, einen Sprung? Ist er zerbrochen oder ganz? Aus welchem Material ist dein Kelch? Kannst du das Wasser des Lebens halten? Kannst du empfänglich und offen sein? Übe dich in einer empfänglichen, offenen Haltung. Deine wahre Kraft kommt von innen. Der heilige Gral ist ein Symbol deiner schöpferischen Kräfte. Denke immer daran, du bist die Liebe selbst, du bist das Licht, du bist angebunden an die Schöpferkraft, Himmel wie Erde, innen wie außen. Und so öffne dich und empfange den Kelch der Liebe und dem Kelch des Lichtes, Christusenergie, sei mit dir. Namaste und eine feine Adventszeit, feinen Sonntag. Aus ganzem Herzen, Claire, Clarissa M. Seite, YouTube-Kanal, Lichtwegimpulse, Atlantis.